Schönen guten Abend. Der Freitagabend ist ja oft nicht die Zeit, wo man dann nochmal was Theoretisches hören möchte. Da ist nach der Arbeit der Woche möchte man seine Ruhe haben. Um Ruhe soll es ja heute auch ein bisschen gehen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir sind nicht viele, wir sind ein kleiner Kreis, aber das ist so auch beabsichtigt gewesen. Je kleiner der Kreis, desto intimer ist das alles oder irgend sowas. So, schönen guten Tag, Frau Müller. Hat's gespukt? Oh Mann, nicht. Ach so, ja, Sie haben den Link gefunden, das freut mich. Naja, sind wir ja da. So richtig, also wer jetzt den Kurs gebucht hat, vielleicht haben Sie mal reingeschaut und gesehen, es sind eine Menge Übungen. Was erwartet uns denn eigentlich? Einige hatten mir geschrieben, sie wollen mitmachen, damit sie ein bisschen ruhiger werden. Vollkommen richtig. Es geht auch erstmal darum, dass es ruhiger wird, und dazu müssen wir uns nach innen begeben. Um uns herum ist ständiges Geschnatter, ganz viel Licht und ganz viele Töne und ganz viele Informationen, ganz viele Aufgaben, ganz viele Möglichkeiten. Ja, ich gucke nochmal zum Chat. Hallo Herr Schürer, schön, dass Sie da sind. Ja. So, Bild und Ton, okay, so, da ist die Kamera. Und wir wollen uns natürlich in die innere Ruhe begeben. Aber da ist keine Ruhe. Vielleicht kennen Sie das, wenn Sie abends einschlafen wollen, dann schnattert das da drin und man weiß gar nicht, wie man das zur Ruhe kriegen soll. Das alles aber wollen wir kennenlernen, ganz bewusst wahrnehmen und dann nach und nach die Kontrolle darüber zu übernehmen. Wir sind nicht die Ersten, die das machen auf der Welt. Schon seit Jahrtausenden interessieren sich die Menschen dafür, was passiert da eigentlich mit mir? Was bin ich? Wer bin ich? Wie funktioniert das? Warum funktioniert das? Ja, vor allen Dingen die Frage nach dem Warum ist gar nicht so einfach. Das Wie kriegen ja die Wissenschaftler heutzutage schon hin, aber das Warum auf gar keinen Fall. So. Ich suche jetzt erstmal die Theoriebilder. Wo habe ich die? Ja, da sind sie schon zu sehen. Ich mache mich mal ein bisschen kleiner. So. Hier habe ich mal so kurz, das nur als Übersicht, dazu will ich ein bisschen was erzählen. Also schon vor Tausenden von Jahren, sagte ich, die alten Hochkulturen im alten Ägypten, sicherlich auch schon die Sumerer, die waren ja hochentwickelt, hat man sich mit dem Atmen beschäftigt und wusste, das ist eine riesige Kraft. Wir werden uns immer und immer wieder damit beschäftigen. In der ägyptischen Kultur gab es die Göttin Selket, die heißt die Atmende, und man kann das aber nicht so richtig mehr nachvollziehen heute, wer ist wofür zuständig. Sie soll jedenfalls auch die Mutter des größten ägyptischen Gottes gewesen sein, der Ra, Ra. Beide Ausdrücke gibt es. Also es ist eine sehr große Kraft. Nach meinem Verständnis geht es aber nicht allein nur darum, dass wir Luft einatmen und ausatmen, sondern der Prozess des Zusammenziehens und nach innen ziehen und des Ausdehnens und nach außen bringen. Dieser Prozess, ja, den ich so in kleiner Form in der Gesichtsgymnastik gemacht habe, finden wir jetzt hier in einer viel, viel größeren und umfassenderen Möglichkeit. Atmung gehört natürlich dazu, als Wesenselement. Die Atmung ist in unserem Stammhirn verankert, Stammhirn. Und das gibt es schon seit Millionen von Jahren. Da haben wir noch kein Großhirn, also dieses Lebewesen. Ja. Atmen tun auch die Bakterien. Und alles in uns hat eine Art Rhythmus, rein, raus, rein, raus. Und das kann man Atmen nennen. So, hier sehen Sie, in Indien haben wir das Prana, das Pranayama, das ist dieses meditative Atmen, ja, und bedeutet aber gleichzeitig auch, und jetzt wird es sehr interessant, zu Gott zu gelangen. Hatten Sie die Absicht, als Sie sich zu diesem Kurs angemeldet hatten, dass Sie zu Gott gelangen wollen? Tja, nun ist es zu spät, nun müssen wir hin. Weiter finden wir die Bezeichnung Atman. Damit werden wir uns noch ein bisschen beschäftigen. Prana, Chi, Ki. Ruach kommt im Hebräischen und Ru oder umgekehrt ist auch eine alte Sprache. Das alles bedeutet Atmen oder, wie ich es beim letzten schon mal gesagt habe, Energie, wirkende Kraft. Vor tausenden von Jahren gab es nicht so viele Wörter wie heute. Da war ein Begriff im Prinzip für viele, viele Eigenschaften zuständig. Was heute ganz unterschiedlich benannt wird, war damals ein Begriff. Deswegen können wir die alten Sprachen nicht so richtig verstehen, weil wir ihnen einen kleinen Begriff geben, so wie wir es heute verstehen. Es war damals aber viel, viel umfassender gemeint. Ja, also vor 3.000, 4.000 Jahren gab es nicht mehr als, sagen wir mal, 1.000 oder 500 oder 1.000 Begriffe. Und heute, allein in der deutschen Sprache, gibt es 500.000 Begriffe. Deswegen kann niemand mehr alles behalten. So, im Hinduismus, also im asiatischen Bereich, da kennen wir das Atma. Das ist das erste Prinzip des Selbst. Das Selbst ist auch wieder Gott. Wir wollen zu uns selbst gelangen. Mehr Selbstbewusstsein erlangen. Durch die Atmung kommen wir zu Gott. Das wird schon sehr irritierend. Während wir im Buddhismus haben wir das Anatta. Dieser Buddhismus sagt, am Anfang ist alles Leere. Es gibt kein Selbst. Also die einen sagen, es gibt ein Selbst, die anderen sagen, es gibt kein Selbst. Und Sie werden demnächst auch in meiner Theorie erfahren, beides ist richtig. Ist sowohl logisch als auch unlogisch und das ist schwierig. Sati ist ein einfacher Ausdruck dafür, dass wir mehr Achtsamkeit erlangen wollen und werden mit den praktischen Übungen. Wir gehen nach innen und wir werden es natürlich über den Rhythmus erst einmal der Atmung. Wir konzentrieren uns auf die Atmung und wenn uns ein Gott erscheint, brauchen wir nicht erschrecken, wir wissen ja schon Bescheid. Okay, so, das ist jetzt erstmal so ein bisschen Theorie. Jetzt gucken wir uns mal Bilder an. Hier haben wir, was ich im Internet gefunden habe, eine Darstellung des Atma. Ich sagte ja, das ist die Verkörperung der Atmung und die wird ja auch viel, viel größer verstanden. Wir sehen hier verschiedene, wie so eine russische Puppe, ne, die man so ineinander schachtelt, ja, sehen wir hier so verschiedene Figuren. Und da gibt es verschiedene Darstellungen. Die eine ist hier in der Mitte, das ist der kleine Mensch. Und wenn er sich dann weiterentwickelt und spiritueller wird, ja, und feinsinniger, dann strahlt seine Aura weiter. Also er wird dann etwas Größeres und immer mehr und immer mehr und feinfühliger und feinsinniger, bis er dann zu Gott gelangt. Ganz einfach dargelegt. Darüber sind viele Schriften veröffentlicht. Ja, allein die Bhagavad Gita ist so dick, die indischen Veden haben ganze Bibliotheken gefüllt. Nur über den Rhythmus, über das Atmen, über das Selbst, über Gott. So, hier haben wir mal eine Darstellung, die ist sehr blumig. Das finden Sie auch häufig in den Chakren, dass die als Räder oder blumige Räder dargestellt werden. Mit sowas brauchen wir uns jetzt nicht zu beschäftigen, das ist viel zu kompliziert. Und hier haben wir es nochmal richtig kompliziert. Atma als riesengroßes Gebilde, der die Welt in einer ganz bestimmten Form in sich trägt. Und das werden wir und wollen wir erleben, wenn wir in uns hineingehen. Das war eine ganz einfache Darstellung, warum wir auf der Welt sind. Das werden Sie vielleicht auch schon irgendwo gehört haben. Wir sollen lernen, unsere Sünden überwinden und wir sollen dann zu Gott gelangen oder ein höheres Wesen werden. Und das heißt, immer wieder kommen wir in den Kreislauf von Geburt und Tod und das durch Atmung, also durch rein und raus, ne? Rein und raus. Raus ist, wenn wir tot sind, rein ist, wenn wir geboren werden, dann atmen wir die ganze Lebenszeit über und wenn wir nicht klug geworden sind, klug genug, um erlöst zu werden, dann müssen wir das immer wieder machen oder wir kommen in das Moksha, glaube ich heißt das, ja, Moksha und das ist die Erlösung und dann werden wir Brahman und das ist eine Erhöhung. Müssen Sie nicht alles begreifen. So, hier sehen wir mal eine Aura. Alles habe ich aus dem Internet. Ja, ich habe so meine Ansichten dazu, aber die kann man so ein bisschen schon nehmen. Ne? Hier ist der Mensch und um ihn herum, so wird das gezeichnet, gibt es verschiedene Schichten der Aura. Ne? Und nach außen werden die Schichten immer ätherischer, also immer feinsinniger und. Lassen wir es so stehen. Haben viele Menschen so gefunden, wird auch immer wieder weiter so erzählt. Mal sehen, was wir so finden. Hier haben wir nochmal eine andere Darstellung. Da gibt es auch die einzelnen Schichten, bekommen auch einen ganz speziellen Namen. Und wenn man jetzt so Aura-Therapeut werden will nach dieser Lehre, dann braucht man so 2-3 Jahre, bis man das alles so begriffen hat und alle Worte versteht. Ich habe mir an meinem Computer einen Zettel dran gemacht, schon vor einem Dreivierteljahr, und versuche die 7 Chakren in der Sprache das Sanskrit zu lernen. Ich kann es immer noch nicht. Ich muss immer noch hingucken. Mūlādhāra, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna und Sahasrara. Was habe ich davon, wenn ich weiß, dass das im Sanskrit so gemeint ist? Also ich bin da jetzt so ein bisschen pragmatischer. Hier sehen Sie, also hier reichen 2 Jahre nicht aus, um das zu lernen. Hier müssen Sie mindestens 15 Jahre studieren, bis Sie die verschiedenen Farben und Schichten und Dimensionen begriffen haben, in die ein Mensch so langsam durch verschiedene Handlungen und Nichthandlungen gelangen kann. Das fand ich hier sehr interessant, diese Pyramidenform. Die finden wir immer wieder. Die Pyramide kann man auch als Baumstruktur sehen, wenn wir noch sehen. Und das ist aber die Pyramide der indischen Kasten. Und wenn wir auch viel Wissen darüber, dass es in Indien sehr, sehr spirituelle Menschen gibt und sehr vieles spirituell ist in einer anderen Form des Kastensystems sehr starr und ja eigentlich nicht wirklich menschlich. Da haben wir die unterste, das eigentlich keine Kaste ist, die Unberührbaren, Untouchables. Also das sind Wesen, Menschen, mit denen wollen die anderen, die schon in einer höheren Kaste sind, nichts zu tun haben. Ja, das sind fast wie Sklaven gehalten oder so. Und das ist wirklich nicht nett. Dann haben wir die unterste Kaste, die Sudra, dann die kann ich alles nicht ausdrücken, ist egal. Und die obersten, das sind die Priester, die Brahmin, das sind die höchsten. Die dürfen als Lehrer und als Berater des Königs, ich weiß nicht, ob es einen König gibt, aber als Priester arbeiten, ja, die haben auch viele Weihen hinter sich, oder? Werden die vielleicht hineingeboren? Genau weiß ich das nicht. Es ist jedenfalls so, die sind kurz vor Gott. Wobei die in den anderen Kasten haben eigentlich gar nicht die Möglichkeit, dahin zu kommen. Ist schon ungerecht, auch in Indien. Vieles ist ungerecht. Und hier sehen wir das mal, diese Baumstruktur, das ich meinte. Ne? Hier haben wir das als Pyramide. Hier unten sind die vielen, dann jetzt immer weniger. Und das ist so, jetzt die Hocherleuchteten sind nicht so viele im Volk. Ja, ich weiß nicht, 1 Milliarde Menschen in Indien. So, und hier sehen wir das nochmal. Hier sind ganz, ganz viele untere, die auch wieder unterteilt sind in ganz viele untere Strukturen. Eine Kaste ist ja immer wieder noch mehr eingeteilt. Und dann gibt es die höhere Struktur. Und dann haben wir den Weg des Moksha, der Erlösung zum Brahman. Das kommt alles auf uns zu, wenn wir das wollen. Aber mal sehen. Und hier sehen Sie noch einmal meine Struktur. Diese Struktur ist jetzt die organische. Man kann hier aber auch ganz andere Worte reinbringen. Also man könnte das Ganze auch in Kasten bringen, ja, dass das eine Kaste ist. Was ich hier zeigen möchte ist, wir werden auf dieser Ebene arbeiten. Diese einzelnen Chakrenfarben, ja, die hier, Das sind die 7 Chakren, wir haben 8 Farben, aber dazu später. Da haben wir, wenn wir darüber arbeiten, haben wir Einfluss auf unsere Organe, auf die Moleküle, auf die Zellen, auf die Atome. Ja, da kommen wir in diesen weiteren Bereich. Und das war es, weswegen ich hier auch mehr arbeiten will in diesem Energiekurs. Ja, weil natürlich ist es gut und richtig, wenn wir viel bewegen und viel Gymnastik machen, aber wenn wir da noch eine höhere oder tiefere Stufe haben, um darauf Einfluss zu nehmen, mehr Einfluss zu nehmen, dann sollte man das auch nutzen. Das sind die Kraftzentren oder Chakren hier. Und da kommen wir wirklich nur hin, wenn wir nach innen gehen. Um das hier mal zu veräußern, das sozusagen wäre die äußere Schicht, das hier. Das ist die äußere Schicht, die Atome, das von außen. Ne? Und nach innen geht es zu den Zellen, weiter nach innen geht es zu den Organen und noch weiter nach innen geht es zu diesen inneren Chakren. Und wenn wir dahin wollen, müssen wir uns nach innen bewegen. Ich sagte, es geht noch tiefer. Das ist klar, wir haben noch große Elemente, die in uns wirken, das ist die Wärme, das ist die Luft, da ist die Flüssigkeit, das Wasser kann man sagen, und da ist die Festigkeit, ja, Kohlenstoff, Erde. Diese 4 Elemente, ja, vielleicht kommen da bestimmte Yogis hin, keine Ahnung, vielleicht die Brahmanen, keine Ahnung. Und hier haben wir die Dualität unseres Daseins und diese Dualität bedeutet, wir sind von dem sogenannten Gott getrennt. Wir sind duale Wesen. Wir sind aus Fleisch und Blut und Geist und Gefühlen. Und ganz hier oben, das ist Gott. Und da wollen die meisten Menschen hin. Wir erstmal nicht. Wir wollen erst einmal zur inneren Ruhe kommen, den Atem ein wenig beherrschen lernen, ein- und ausatmen und dann nach und nach lernen wir die einzelnen Farben kennen, wir lernen wie die Chakren, wofür die zuständig sind, ja, aber nach und nach und nach. Also es soll kein Theoriekurs werden, sondern ein praktischer Kurs, aber natürlich sollten Sie wissen, was Sie da tun und wo es hingeht. Also wie gesagt, sollte unterwegs mal Gott auftauchen, sagen Sie guten Tag, Sie kommen wieder. So, gehen wir mal ein Stückchen weiter. Was ich Ihnen hier zeige, werden Sie vielleicht schon mal gesehen haben, das ist auch ein Rhythmus, und zwar der Rhythmus Tag und Nacht unseres Organismus. Man nennt das auch die Organuhr. Wir haben also Organe, die nachts arbeiten, und wir haben Organe, die am Tag arbeiten. Aktiv sind, sagt man. Also sie arbeiten auch an der anderen Zeit, aber aktiver sind sie zu einer bestimmten Tageszeit. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, ich wollte Ihnen nur auch diesen organischen Rhythmus mal zeigen. Wenn man den richtig beherrscht, kann man den Körper auch viel besser beherrschen. Ja? Also zum Beispiel, nur als Beispiel, sollte man abends nicht so viel essen, weil nachts ganz andere Stoffe tätig werden sollen, die unseren Körper reparieren. Wenn wir abends allerdings essen, dann muss der Magen arbeiten, der eigentlich nachts gar nicht arbeiten soll. Aktiv ist der Magen morgens. Da sollten wir Hunger haben, da sollten wir auch was essen. Abends sollten wir, ja, wir können nachmittags schön was trinken, da haben wir hier die Niere und die Blase. Auch wenn man mal nachts nochmal auf Toilette muss, ist nicht so schlimm, aber das fördert die Entgiftung. Ganz kurz. So, und hier haben wir das Ganze nochmal noch komplizierter und das finden wir immer wieder. Bestimmte Dinge, die eigentlich einfach sind und man erstmal einfach erklären sollte, werden sehr, sehr kompliziert, das heißt sehr viel differenzierter dargestellt und dann sieht man gar nicht mehr durch. Das will ich nicht. Ich möchte mit Ihnen einfach einsteigen und einfach in diesen Kurs einsteigen. Ja? Wir fangen mit Atmung an und werden uns auch eine ganze Weile mit der Atmung beschäftigen. Dieser theoretische Einstieg war nur, dass an der Atmung, an diesem Rhythmus noch viel, viel mehr hängt. Werden wir nach und nach uns damit beschäftigen. Jetzt soll erstmal eine kleine Pause wieder eingestellt werden und um 12:30 sehen wir uns wieder. Wer den Link hat, linkt sich dazu und dann gehen wir wieder eine Weile in die Praxis hinein. Ich sage dann nochmal zu der Übung was, die wir machen. Also dann bis nachher. Gott ist in uns allen. Ja, genau so ist es. Genau so. Also, bis gleich.